So, hier, Wasserkampf. Piraten wurden besiegt, sehr gut. An Bord eines Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Deinen Schatz oder dein Leben? Ah. So. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wär kollabiert. Mhm. Wenn die besser. Touché. Was soll man denn darauf machen? Oh Gott, Touché, was soll man denn darauf? Was soll ich denn darauf reimen? Was reimt sich auf Touché? Ich liebe Bademäntel aus Frottee. Oh, Mann. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Wir sind schlecht. Wie haben wir das erste Mal gewonnen? Gib mir deinen Schatz. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Arr! Weil wir jetzt bessere Kanonen haben. Die anderen du auch bist also ein Pirat, sagst du. Das musst du beweisen, sage ich. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Verdammt. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Langsam müssen wir doch... Sind wir reflektiert? Und jetzt... Sterilisiert, desinfiziert. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Das war nicht richtig. Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Okay, der war gut. Warum auch immer? Ich verstehe das nicht. Uff, Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Kacke. Gib deinen Schatz her, das stimmt dir. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Übel. Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Deinen Schatz oder dein Leben? Nein, ich nehme deine Beute. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Mist. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Wie sollen wir aus den ganzen Antworten das Richtige finden? Missbilligung, was heißt auf Missbilligung? Nix. Die richtige Antwort ist hier wirklich schwer zu finden. Begnadigen. Bei Haaren in der Suppe bestehe ich immer auf Minderung. Okay. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert?
da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Wie, warum? Nach welchen Regeln, nach welchen Regeln funktioniert dieses Battle? Gib ihn her! Ich habe keinen Schatz. Ich spiel's nicht, Leute. Ich schnell es nicht. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Oh Mann. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Nein, ich nehme deine Beute. Aber wie, aber wo, wenn wir jetzt anfangen... Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Okay, Content gut. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Das war schlecht. Warum? Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Oh Mann. Ich suche noch Dekostoff für mein Kanapé. Wie? Ist ich meine, wenn es sich nur reimen muss, dann... Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn nicht ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. Ich verstehe das Leben nicht. Der Schmerzspender 2000. Das ist eine mächtige Kanone. Wir brauchen noch eine mächtigere. Willst du was Bestimmtes? Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Nein, ich nehme deine Beute. Oh Mann. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich zittere, ich zittere. Dude. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Schön. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht ins Separé. Verdammt. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Schön. Besiegt! Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du dreckiges, ungewaschenes Ding, du. Nächste Kanone Der Schatz kaufen. Gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Ab zurück nach Plunder Island. Vielleicht können wir uns die nächste Stufe kaufen. Ich hätte gern. Kenny hat den Weg in die Stadt mit diesem... Schon wieder da, Mister? Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Ja. Der gleiche Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Threepwood, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Mr. Massaker? Und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister?
Wir müssen die. Jetzt sind nur noch zwei, die größer sind als unseres. Wir brauchen dann diese Destruktomatik T47, um den zu besiegen und dann die Karte zurückzubekommen. Verstehe. Die können wir uns wahrscheinlich noch nicht leisten. Ich nehme die Destruktomatik T47. Tja, der Betrag in ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Selbst wenn ich ihre alten Kanonen in Zahlung nehme, kann ich sie für ein preiswerteres Modell interessieren? Ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massacre. Eine Mr. Massacre? Kommt sofort. Mama! Mami. Er schreit nach seiner Mami. Okay. Das sind die neuen Kanonen. Ah, Kanonentyp 6. Man sieht's. Die Mr. Massacre Kanone. Die schießt jetzt quer durch den Ozean. So. Oha. Die wird scharf geschossen. Ich sehe noch nichts, mal nicht mal was. Sieh mal einer an, wer da auf mein Deck gespült wurde. Ich denke, wir können ihn noch nicht besiegen, oder? Damit wirst du nie davon kommen, René. Ganze Inselreiche haben vor mir kapituliert. Okay. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Schön. Bist du das? Es riecht hier so nach Jauche und Doom. Mhm. Ja, was können wir hier einsetzen? Ja. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Schön. Wurdest du damals von einem Schwein adoptiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Oha. Wir gewinnen hier noch. Was? Sacre bleu, ich kann es nicht glauben. Ich wurde im Kampf besiegt. Also gib mir die Karte, nimm dein Schiff und verdrück dich. Du hast gewonnen, du kriegst deine Karte zurück. Du warst von Anfang an zum Scheitern verurteilt, du Kleptomane. Ja, ja, ist ja gut. Wir haben es geschafft ohne die Größte. Kein Wunder, dass du verloren hast bei dem wackeligen Schwert. Gnade, ich flehe dich an, keine weiteren Erniedrigungen, bitte. Dein Gestank und Gesicht erinnern mich an ranzigen Käse. Wir haben die Karte wieder. Jetzt können wir nach Blood Island segeln. Auf geht's. Kapitel 4. Der Barmann, die Diebe, seine Tante und ihr Liebhaber. Oh, Schreck. Und wir haben die Seeschlacht endlich überlebt. Oh Gott. Das war ja mal... Hat ja nur eine Stunde gedauert. Wir müssen unbedingt den Kurs auf Blood Island halten! Van Hagen! Ich tue ja schon alles, was ich kann! Haggis! Du musst mir helfen! Ich kann mich selbst kaum halten, Kameraden! Bei Gott, dieser Sturm! Den hat der Teufel geschickt! Oh.
shit. Angelegt. Puh, ich glaube, ich war für eine Sekunde ohnmächtig. Wie wir bei Sea of Thieves immer. Wie ich und Morty. Dann lasst uns gehen. Wir suchen jedes sie Mal. Und dann durchkämmen wir die Insel nach dem entfluchten Diamantring, der sie wieder zurückverwandelt. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, Kumpel. Was meinst du? Ich meine, was meinst du, Haggis? Dies ist eine Meuterei, Captain. Wir verlassen dich. Habe ich erwähnt, dass ich meiner Mannschaft einen sehr attraktiven Rentenplan anbiete? Ei, hast du. Und die Aktienoptionen. Aber wir gehen trotzdem. Aber warum, Haggis? Warum? Nun, ich gebe zu, in deiner Piratenmannschaft zu sein, war die wahre Freude. Die wahre Freude. Aber wir sind rastlos geworden. Wir können die Stimme der Sirene hören, wie sie uns ruft und sagt, dass wir ihr die Haare frisieren sollen. Ihr geht zurück, um wieder Friseure zu werden? Ei, wir segeln zurück zu Plunder Island, sobald wir das Schiff schaffen mit dem Schiff. Viel Glück, Captain Treibholz. Es war ein Vergnügen, mit dir auf Beutezug zu gehen. Ich schätze, ich bin wieder allein. Und dann müssen wir neue Mitglieder sammeln, na toll. Das wird dir wieder ein Spaß. Es ist eine Flasche wohltuender Handlotion. Das lässt du am besten. Diese Handlotion ist für die raue, trockene Haut, wenn man am Schiff gearbeitet hat. Na sicher. Eine Flasche. Das ist vielleicht Flaschenpost drin. Ein Korken. Eine Flasche. Brauche ich nicht. Ich habe mich letzte Woche rasiert. Captain Nix Rasierseife. Sie muss aus dem Vorrat des Friseurs gefallen sein, als das Schiff zerschellte. Aha, und immerhin haben wir eine Karte. Es ist die Karte, die den Weg nach Blood Island zeigt. Liebevoll von Blasidos Rücken gepellt. Lecker. So, mit denen können wir nicht mehr reden. Ihm wollen wir nicht mehr reden. Gut, dann gehen wir mal dorthin. Dort entlang. Auf nach Blood Island. Elaine sieht aus, als ob sie in Ordnung wäre. Halte durch, Schatz! Ich werde dich da herausholen! Wie wär's, dass wir den Ring abziehen? Das wäre gar keine schlechte Idee. Dieser Ring sitzt wirklich fest an ihrem Finger. Tja. Nichts für ungut, Elaine, aber du bist viel zu schwer für mich, um dich hier rumzuschleppen. Ich glaube nicht, dass sie mich hören kann. Es sieht nicht so aus, als sei sie verletzt. Nun, abgesehen von der von einem Piratenflug zu Gold verwandelt Geschichte. Tja. Hey, ein Stumpf! Und wie ist die Elaine hier hingekommen? Verstehe ich auch nicht. Hey, ein Stumpf! Nein. Nicht einstecken, den Stumpf. Glühwürmchen. Sie sind zu klein und zu schnell, um von mir mit der Hand eingefangen zu werden. Okay. Nein. Nicht mit ihnen reden. Die sind wirklich hell. Okay, wie geht's weiter? Okay, hier haben wir Elaine. Auf die nächste Bucht. Ein verwittertes Schild. Fährlinie des verlorenen Walisers. Täglich unvergessliche Kreuzfahrten und Wahlbeobachtungsexkursionen. Nein. Nicht damit reden? Nein. Auch nicht untersuchen? Okay, Meerwasser. Okay. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ich brauche keine Felsen. Vielleicht können wir mehr Wasser mitnehmen in dem... Das braucht nicht eingeseift zu werden. Benutze Captain Nix Rasierseife. Damn. Mist, nehmen wir mehr Wasser. Okay. Wir müssen irgendjemanden... Das ist so eine Art Seife. Das brauchen wir wahrscheinlich später noch. Ich komme nicht dran. Es ist ein großes Ei, das unsicher auf dem Wipfel dieses Baums liegt. Den Mühlbaum vielleicht anfassen. Nur mit meinen Händen kann ich ihn nicht fest genug schütteln. Okay, vielleicht. Ich möchte das nicht feststecken.
Vielleicht. Das will ich nicht durchschneiden. Vielleicht. Der Zauberstab hat keine Wirkung. Machen wir einen Hammer oder irgend sowas. In der Art. Ah, okay, hier geht's auch nochmal weiter oder was? Ach nee, das ist der Weg dort. Da wollen wir denke ich nicht lang. Hier lang wollen wir. Das ist Luigi's Mansion. Oder zu Resident Evil. Okay, Strand, Erlen, Schiffswrack. Aber fragt sich The Mansion. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier reingehen sollten. Authentische Eingeborenenmaske. Zu sehen, wie diese Dinge angezündet werden, zaubert immer wieder ein Lächeln auf mein Gesicht. Zu sehen, wie diese Dinge angezündet werden, zaubert immer wieder ein Lächeln auf mein Gesicht. Nein. Nach die Eingeborenenmaske haben wir noch nicht untersucht. Auf dem Etikett steht, hergestellt in Luxemburg. Okay. Authentische Eingeborenenmaske also. Nein. Nein. Nicht. Eine Pinnwand. Nein. Spüren Sie die Macht der alten Vulkangöttin in Griswold Meistersuppe präsentiert? Hochexplosiv, das durchdringendste Showgirl-Kabarett der Karibik. In der Hauptrolle Wilhelmine, Verführerin des Kraters. Abends um 7. Und Wilhelmine also. Aha. Sieht aus, als wäre das eine ganz schöne Show gewesen. Tja, sieht wohl so aus. Schnell mit uns. Eine Wahrsagerin. Wollen wir uns was wahrsagen lassen? Sie ist eine sehr authentische Zigeuner-Wahrsagerin. Nein. Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Ah! Ah, bitte. Sei leise. Kein Geschrei. Oh, mein Kopf. Okay. Hi, ich bin Guybrush. Und du bist? Ich bin Madame Xima, Hüterin der alten Künste des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Wie auch immer, erzähle mir etwas über meine Zukunft. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein, du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Nun gut. Wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ah! Ach du meine Güte, hör auf zu schreien! Was ist los? Ist das ein gutes... Ah! Es ist der Tod! Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Und wieder einmal, es ist der Tod! Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten.
Die Karte bedeutet Tod. Das Karten auf die Hand, oder? Tod! Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des bösen Guybrush. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Dämon! Dämon! Ja, sehr schön. Der Tod erwartet mich. Nein. Madame Xima, ich... Hinfort! Du wirst allen, die dich umgeben, den Tod bringen. Das natürlich kann nichts Gutes hervorbringen. Die hat noch Todeskarten. Oh, ein Ehrenschild. Trink Grog. Oh, eine Tür. Ein riesiges Käserad. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Nein, danke. So hungrig bin ich auch wieder nicht. Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Tja. Es ist ein Gefrierkühlschrank mit einem Magneten dran. Ein Magnet? Sehr schön. Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Na dann, raus hier. Den Magnet haben wir mitgenommen, was auch immer das bringt. Nacho-Chips-Maschine. Hör bitte auf, Dinge anzufassen. Schluss mit dem Krawall. Dieser Käse sieht zum Essen viel zu alt aus. Allerdings. Ich wette, die ist noch nie gereinigt worden. Bestimmt, weil sie den erstarrten Nacho-Käse nicht rauskratzen konnten. Okay, sprechen wir mal mit Barmann. Hallo Barmann. Ich nehme nicht völlig wahllos Barmänner auf den Arm. Schade. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Ein bisschen Kaffee für ihn. Mal Kaffee im Inventar? Natürlich nicht. Leeres Glas. Nein, nein, fass das nicht an. Oh, mein Kopf. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Die Wurzgucken, Spucknapf. Ich schleppe nicht mehr die Spucke anderer Leute mit mir herum. Aus dem Alter bin ich raus. Wir haben Kisten mitgenommen. Es ist aus Porzellan. Irgendwas hat er gegen Porzellan. Nein. Es ist eine schamlose Grog-Reklame. Okay. Hinauf mit uns. Irgendwo eine Kaffeemaschine vielleicht. Oha. Ein Nagel. Ich kann ihn nicht herausziehen. In der Hand vielleicht? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Das will ich nicht durchschneiden. Ja, vielleicht. Ich kann den Magnet damit. Cool, eine magnetische Nadel. Es wird einem ganz schwindelig, wenn man die ganzen Möglichkeiten bedenkt. Ich möchte das nicht feststellen. Hätte sein können. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Aha. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Ja. Raus hier. Porträts. Es ist an die Wand genagelt. Baron Karl Lambert Fressack Meistersuppe. Pionier der Crouton-Technologie. Er sieht dem Karl an der Bar ziemlich ähnlich. Vielleicht einer seiner Vorväter. Sein Großvater oder sein Vater.
Minervas Dronaheim Meistersuppe. Baronin von Borscht. Baronin von Borscht. Ja, klar. Bequem. Keine Zeit dafür. Ich muss meine Braut retten. Ich lasse es lieber offen. Da ist ein eigenartiger Geruch im Flur. Man kann auf den Friedhof schauen. Aha, okay. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Ein wirklich modrig riechender Kleiderschrank. Ein Brett. Nein, ein Bett. Ein Ausklappbett. Und ein Skelett. Ich komme nicht dran. Ich muss das Bett unten befestigen. Und einen Stein drauf legen oder so. Kissen. Die Nadel feststecken. Ich möchte das nicht feststecken.